Das muss man leider hier so machen. Ach Mensch, jetzt habe ich ja schon wieder total. Oh. Gut, den bauen wir am besten immer mit irgendwas ab. Das verbindet sich ja noch nicht. Kann man wenigstens schon Fackeln draufstellen? Ne, man kann da gar nichts drauf tun. Okay. Gut. Also, oder auch, hoppala, nicht so gut. Wenigstens haben wir jetzt einen schönen Ausblick auch hier in das Lager. Können auch hier auf vereinzelte Kisten sogar zugreifen. Oh. Ah. Das war die Kiste. Na, die gehen gerade so nicht, aber die hier, also. Wir können auf. Warte, wie viele sind das? Auf 6 Kisten können wir auch von hier oben zugreifen. Das ist gar nicht mehr so schlecht. So, wie war das jetzt? Also hier unten kommt eine Fensterfassade rein, genau. Und ich glaube, wir sind das letzte. Also ich habe aufgehört, glaube ich. Oh Gott, warte, hier erstmal die übliche Lichtquelle. So machen. Aufgehört müsste ich haben. Als wir hier die Treppe weiterbauen wollten. Oh Gott. Welche theoretisch so laufen muss. Ich hoffe, das geht. Also man wird sich dann wahrscheinlich den Kopf mehr oder weniger dran anhauen. Ja. Das geht sogar. Sehr schön. Das würde ich jetzt fast sagen, war nicht unbedingt zu erwarten. So, dann haben wir hier. Ah, meine Güte. Hoppala. Das ist eigentlich ein Stockwerk. Also quasi das dann eigentlich ein Wohnstockwerk. Weil wir hier. Alter, jetzt habe ich da unten schon wieder einen Holzblock hingesetzt. Was ist denn los? Bei mir. Keine Ahnung. So. Okay, da unten sind Schafe. Weißt du was? Ey, ist doch. Oh, oh, lol. Gut, vielleicht sollte ich nicht so gewagt hier runterspringen. Weil ich kann ja am Fallschaden doch sterben. Na, komm her. Bam. Ich hole mir einfach hier mal die Wolle, weil ich brauche die Wolle. Ist aber nachts schon sehr praktisch. Weil hier oben doch ganz gut ausgeleuchtet ist. Dass man hier zumindest bei Nachtwolle farmen kann. Bei Tag spawnen jetzt hier nicht so viele Schafe. Also da drüben spawnen noch welche. Aber sonst jetzt nicht so megamäßig. So. Bei der Gelingen können wir hier den Holzblock wieder. Ach, jetzt zieht hier schon wieder so eine dämliche Wolke durch, ey. Und es ist hier sehr dunkel oben drauf. So. Schade, dass man hier die Baumstämme noch nicht quersetzen kann, wie es ja jetzt mittlerweile sehr einfach geht. Das würde ich hier sehr genießen, tatsächlich. Aber das funktioniert natürlich noch nicht. Also immer einander sind sogar noch mehr neue Schafe. Die holen wir uns gleich mal bei der Gelegenheit. Können wir jetzt dann auch gleich Zuckerrohr wieder neu mitnehmen? Ich darf halt nur auf keinen Fall den Fehler machen. Und
das dumme Missgeschick machen, wie ich es damals gemacht habe, als ich mit einem Lavaeimer eine Kiste öffnen wollte und auf diese Art und Weise das Haus in Brand gesteckt habe. Ja, ich will euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Es ist abgebrannt. Fand ich jetzt auch gar nicht mal so schön. Also, jetzt wirklich nicht. Oh, hier ist ja noch ein Schaf. Bleib da. Oh, Gott sei Dank. Oh, okay. Also hier oben mit den Mobs, die spawnen, finde ich gar nicht mal so schlecht aktuell. Sind schon einige. Also ich glaube, wir kriegen die Wolle doch ganz gut zusammen, die wir brauchen. Für den ganzen Spaß. Also eigentlich wollte ich ja erst zur Vollversion tatsächlich in den Nether gehen. Damit wir nicht Ewigkeiten auf Festungen warten müssen. Andererseits ist die Verlockung auf Glowstone schon auch nicht schlecht, ne? Und die Ecke ist natürlich dann wieder auch die klassische Ecke. Boah, wo man diesen tollen Ausblick hat. Alter. Boah, ich finde das so schön. Meine Güte. Alter. Aber wenn dieses Haus auch nur halb so gut endet, wie es angefangen hat, das wird so mega mäßig. Schau doch mal, das ist ein Schaf. Oh Gott, also man wird ja auch aber auf jeden Fall am Fallschaden sterben, wenn ich beim Bau runterfalle. Deswegen darf ich das auf keinen Fall tun. Man sieht auch hier, es ist nicht gerade hell hier drin. Die Treppe gefällt mir nicht, weil man sich den Kopf anhaut. Was soll das denn machen? So, hier ist etwas dann das Lager. Und mit Blick nach oben. Und Fenstern ist ja ganz wichtig, eigentlich. Und ja. Gut. Da ist noch nichts drin im Lager. Da muss ich vor unten dann später noch Sand farmen. Aber zuerst machen wir jetzt hier mal den vernünftigen Boden rein. Nicht mehr einfach nur Wiese. Aber ganz ehrlich, das kannst du nicht als Boden anbieten. So, also ich finde es immer total irritierend, wenn dann die ganzen Schritte, die man gesneakt gemacht hat, danach vertont werden, sozusagen, ne? Wahnsinn. So, Spitzhacke ist auch noch dabei, das ist sehr gut. Das hier ist jetzt nicht an der Keller. Der darf, denke ich, eigentlich schon ruhig ein bisschen düsterer sein. Auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Keller im klassischen Sinn ist, weil, ja. Also, ja, unterirdisch würde ich jetzt nicht sagen, dass der hier ist. Also, wenn wir mal ehrlich sind, ich muss da oben das unbedingt mal abändern. Das sieht komisch aus.
Und hier, das muss ich dann von außen abändern. Ach Mann, das muss ich ja von hier dann machen, ne? Oh Gott, wo war das jetzt? Hier ist das. Ja, das wollte ich nämlich unbedingt symmetrisch zum anderen bauen, aber hab dann hier total vergessen, dass das ja an der Stelle eigentlich primär symmetrisch zum Ding jetzt hier sein muss. So. Zur anderen Seite. Nicht zu der Seite, wo es letztendlich jetzt sogar symmetrisch zu ist. Soll ich meine, hier unten habe ich sie auch gemacht. Schau mal an. So gut, das Einzige, was wir jetzt aber nicht machen, ist ein Fenster rein, weil da sind Kisten dahinter. Das sieht auch nur hässlich aus. Kann ich kein Fenster machen? Ich gehe nicht. Ich kann auch am ersten Balkon hinsetzen. Warte, das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. So. Das ist jetzt natürlich jetzt eher etwas kontraproduktiv. So. So. Ja, gut. Wie man auch immer den dann hier erreichen will. Ah, hier geht's. Yes. Das funktioniert so. Sehr gut. Jetzt hier so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Werkbank steht noch als unten. Hier. So, auch wenn wir jetzt natürlich noch jede Menge Sticks über haben, das ist nicht so schlimm. So, also hier kommt dann eine Tür hin. Dann haben wir einen Balkon wenigstens. Auf dem man jetzt dann noch nicht viel machen kann, weil man sich quasi kaum bewegen kann. Weil das auch nicht wirklich abschließt. Im Moment, das kann man eigentlich auch noch viel schöner machen. So. Ja, genau. Da wollen wir jetzt noch 4 Zäune zusätzlich. Reicht das? Ich glaube schon. Und schön, dass bei meinen Nachbarn wieder die Handwerker da sind. Oh. So. Ist echt ein bisschen nervig, dass man das über die Erde so machen muss. Okay, jetzt sehen wir.